Hey ho und willkommen zum Remake von Final Fantasy VII. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und dann geht's auch schon los. So. Soweit, so gut. Machen wir Platz hier. Wir wollen hier offensichtlich hoch. Aha, aha. Wie immer überall gucken. Dann übernimm. Okay. Und jetzt geht's erst richtig los. Ich kann ihn trotz Tobsucht steuern. Okay, jetzt muss ich was nachgucken. Grundlagen, Ausrüstung, blum. Nee. Unterwegs, aha. Im Kampf, Schockzustand, Spezial, Tiefers Stärken, bla, Elemente, ja klar. Zustandsveränderungen. Da ist kein Debuffs. Ist da Tobsucht? Tobsucht ignoriert die Verteidigung und greift wild an. Vergrößert sowohl erlittenen als auch erteilten Schaden. Genau. Gut. Dann bin ich zufrieden. Jetzt habe ich natürlich Dinge gesehen, die mich stören. Punkte in einer Statistik. Gleich viel besser. Okay. Ja. Da sieht man wieder schön das Hintergrund-PNG. Ah, das ist wichtig. Das ist auch gut so, dass das so ist, tatsächlich. Ich hoffe, es ist absichtlich so. Weil das nämlich quasi genau denselben Effekt bietet wie im Original. Und das finde ich schon dezent cool. Okay, da ist eine Leiter, die hochführt. Ich möchte aber erstmal. Hallo! Wir werden für nichts Zeit machen, bis wir am Ziel sind. Korrekt. Eine Kiste. Na gut. Hier ist keine Leiter? Nee. Dann lasst uns doch mal die nächste Leiter raufsteigen. Der hat uns noch nicht gecheckt. Okay, sonst ist hier nicht. Mich kriegt keiner unter. Hallo. Genau so. Au. Tut doch weh. Genau so. Fliegende Viecher hier ist schon speziell. Nee, das taugt alles nichts. Tiefer. Aha. Ja, geschockt. Letztes Gebet. Schon erledigt. Ja, Barrett macht jetzt schon echt massiven Schaden, muss ich sagen. Das sehe ich auch positiv. Hier kann ich natürlich nicht lang. Also das mit Tobsucht auf Barrett finde ich echt angenehm. Er kriegt natürlich mehr Schaden ab. Wie sieht denn das aus?
Das geht eigentlich. Das hätte ich mir jetzt echt ein bisschen schlimmer vorgestellt. Ja. Die Dinger mal verbrauchen. Er hat ja auch das meiste Leben, also geht das klar. Er hat auch eine gute Verteidigung. Also, dass er mehr Schaden bekommt, ist nicht so schlimm. Okay. Da müssen wir rauf, oder? Wenn da was einstürzt, dann können uns die anderen später vom Boden kratzen. Das ist richtig. War klar, dass es nicht einfach wird. Ja. Ein Ausflug wird das mit Sicherheit nicht. Ja, doch. Aber ein Abenteuerausflug. Ende Gelände. Ob das Seil von einem Rettungstrupp ist? Vielleicht kommt man hier irgendwo hoch. Zeit für unsere Seilpistolen. Zielt auf die Stelle, wo das Seil runterhängt. Fallt bloß nicht runter, hört ihr? Ich verrate euch mal was. Für die Seile braucht man Fingerspitzengefühl, okay? Okay. Sobald wir aufgebrochen sind, gibt's kein Zurück mehr. Seid ihr bereit? Wow. An Stellen, an denen ein Seil herabbaumelt, kannst du dich mit der Seilpistole auf höher gelegene Plattformen ziehen. Such in der Umgebung über dir nach den hängenden Seilen ab. Alles klar. Hängt hier vielleicht irgendwo ein Seil rum? Ja, da. Gibt's hier noch eins? Ich muss da jetzt wahrscheinlich übel aufpassen wegen alternativen Wegen, damit ich die alle erwische. Wunderbar. Das läuft ja wie am Schnürchen. Im wahrsten Sinne. Ah ja. Ein Suchtrupp. Ha! Sollen sie nur. Wir sind nicht zum Kämpfen hier. Weiß ich doch. Erstmal wird Aris gerettet. Schon klar. Wenn es jetzt so kommt, dass ich mich ja an manchen Stellen sneaky durchbewegen soll, um den Kampf zu vermeiden von dem Ding da, muss ich sagen, wir werden gegen ihn kämpfen. Mit Sneaky ist jetzt nicht so da, also bin ich nicht so. Rang 3 Soldat. Ich hätte gern mal gewusst, was ihr so drauf habt. Auf Nummer sicher. Dum dum dum. Feueranfällig. Mhm. Aha, ich flieg grad weg. Nix damit, meldet euch, was ist das? Was ist da los? Nun antwortet schon! Alles in Ordnung. Nur ein paar Viecher. Haben sie erledigt. Und das alles nur wegen dieser Feiglinge von Avalanche. Die zittern bestimmt in irgendeinem Loch. Findet sie und werft sie den Tieren zum Fraß vor. Träum weiter! Als würden wir abhauen oder uns verstecken. Du wirst schon noch sehen, wer hier im Futternapf endet. Abgebrochen. Zum Glück. Er kann sich mal wieder nicht zusammenreißen. Du so ein Scheiß! Ach, Barrett.
Du wirst mir noch sehr viel Ärger bereiten. Zügel deine Emotionen, mein Freund. Das hier ist der Weg. Der Kerl von gerade. Schnell zum Shinra-Gebäude. Aha. Ja. Dem werden wir nicht entgehen. Das sehe ich schon. Hakt eure Seile da oben fest. Wir nehmen die Flugroute. Ein Versuch ist es wert. Okay. Und wenn nicht? Also einfach so runter kann ich da nicht, okay. Hä? Wo ist denn... Achso, ich muss auf den Seilen stehen, um dann das Seil zu lokalisieren. Selbstverständlich. Was zur... Seid ihr... Überraschung. Wir haben sie. Wir benötigen Verstärkung. Hat einen ziemlich effektvollen Auftritt hingelegt, was? Ja. Bruder ist Handlanger. Auf sie. Kein Problem. Gesehen. Wer ist nicht drin? Tür. Alles geht. Da sind sie. Festnehmen. Ja, dann kommt mal. Aha. So, du hässliches Fliegeding. Du Feigling. Ich hab sie. Umzingeln. Könnt mich umzingeln, wie ihr wollt. Ah ja. Moment, ich muss mal kurz hier... Gut, hier ist nichts. Au! Keine Kopf! Hässlichen Vögel! Ziel gefunden! Okay. Ein dauerhafter Kampf. Das ist ganz lustig. Au. Da bist du was. Vielleicht habe ich da was. Jetzt gebe ich alles. Ich hab genug. Nur der Applaus lässt auf sich warten. Dann wird es Zeit für eine Zugabe. Ja. Dum di dum di dum 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 di dum di dum 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 di dum di dum dum. Einfach rein damit. Ja, du auch. Ich muss den Mist mal verbraten. Ich hätte die eigentlich alle verkaufen sollen und hätte direkt mit den stärkeren, weil die Standard, die taugen halt einfach nichts mehr. Da muss ich halt 20 von schlucken. So, okay. Hallo? Ein Leiterchen. Okay.
Seilpistole bestimmt. Hoffentlich bricht nicht wieder was ein. Wo? Hier ist eine Art Vorplatz. Da ist eine Treppe. Ich höre Musik. Ja, vielen Dank. Und jetzt machen wir mal, was ich gerade gesagt habe. Also, 9 im Besitz noch. Ja. So. Jetzt bin ich die nämlich los. Und von dem Rest habe ich ja mehr als genug. 300 kosten die. Ich kann 3 für weniger kaufen für 300. Weißt du was? Das mache ich auch. Ethos nicht notwendig. Phönixfeder genauso wenig. Okay. Sonst gibt's mal wieder nichts Neues. Lurking in the Darkness. Mhm. Nett. Ja. Was ist denn du für einer? Ja, komm mal runter. Der geht mir so tierisch auf den Sack. Frier den mal ein. So, hier haben wir nämlich eine Kiste. Dankeschön. Ah, 3000 Gil, das ist in Ordnung. Kann ich mitleben. So. Die hat was von Seilen gesagt. Tifa, du kannst doch nicht von Seilen reden. Und dann bietest du mir ja keins an. Hier gibt's doch nur eine Treppe. Verdammte Kacke. Pling, pling, pling. Das ist jetzt blöd. Ich hoffe, ich verpasse nichts. Wäre jetzt kacke. Mach mal Platz hier. Okay. Hallo? Hängt hier vielleicht irgendwo ein Seil rum? Wenn du schon so sprichst, dann ist dem auch so. 100 Pro. Hängt hier vielleicht irgendwo ein Seil rum? Da oben. Bedeutet aber nicht, dass nicht noch irgendwo anders ein Seil rumhängt. Oder irgendwas anderes. Aber sieht wohl nicht so aus. Ich vertraue mal meinen Augen. Lasst uns mal Krabbelies schlachten. Der Feind ist geschwächt. Es ist aus. Ausgezeichnet. Alles.
darf's weitergehen. Finde ich auch. Ja. Sind wir alle einer Meinung. Okay, hier sehe ich jetzt nicht. Boah, halt doch mal die Klappe. Erzähl mir wenigstens neue Sachen. Da liegt ein Seil. Da geht's bestimmt weiter. Und sonst... scheint hier aber nichts zu sein. Okay. Eine Kiste. Gepanzerte Krabbelis. Zum Angriff. Leute, steht bereit. Elektroschock-Drohne. Jetzt oder nicht? Bringen wir es hinter uns. Da lebt noch was? Genug. Jawohl. So, ein super Trank. Das ist super. Okay, das ist eine Etage niedriger. Hier gibt's eine Treppe. Okay. Und hier gibt's ein Seil. Okay, Seil hat aber keinen Rückweg. Seil sagt aus, kein Rückweg. Das heißt, Treppe zuerst. Okay, hier geht's nicht weiter. Hallo? Guten Tag. Okay. Hä? Ah, da komme ich nach außen. Schauen wir uns mal genauer um. Interessant, hier ist einfach mal nichts. Da geht's raus. Zu diesem Turm. Ich bin mir gerade extrem unsicher, wo ich hin soll. Da ist auch ein Seil. Was mich dann da hochbringt. Boah, ich würde jetzt mal einfach vermuten, dass es da lang weitergeht. Also muss ich jetzt doch noch den anderen Weg ausprobieren. Boah, könnt doch so eine Scheiße mit mir nicht machen. Da ist eine Kiste. Da komme ich bestimmt übers Außengeländer hin. Wo ist denn hier? Da. Okay. Hier runterspringen ist nicht. Gehen wir mal hier außen lang. Hui. Schönen Gruß an alle mit Höhenangst. Da geht's ein Stück runter. Okay, hier ist nichts. Und da geht es dann auch nicht weiter. Da gibt es nur einen hübschen Ausblick ins Tiefe. Machen wir Platz hier. Magischer Ring. Okay, da kann ich mir ja doch noch angucken, wie der... Ach nee, das andere war Magiering, oder? Oder war das magischer Ring? Immer schwierig. Meistergürtel, magischer Ring. Verlängert die Effektdauer von positiven Zustandsveränderungen, die auf den eigenen Charakter gewirkt werden. Okay. Von mir aus. Ah, und da komme ich dann jetzt wieder hoch. Weil ich anders nicht mehr hochkomme. I understand. Und da sind die schon wieder da. Wow. Warte mal. Die sind easy going. Die nehme ich doch mal schnell mit. Was macht das?
okay. Sind ein paar schnelle Punkte. Okay. Hier gab's nicht, muss rumlaufen und rauslaufen. Ansonsten gab's hier auch nichts. Ich sehe auch hier keine Seile rumliegen oder so. Nö. Hier sehe ich nur das Brummbrumm. Aus Spaß würde ich es einfach runterschubsen, aber wir lassen das. Dass hier keine Kiste steht, wundert mich ein bisschen. Hallo, was bist denn du? Sag mir mal, was du bist. Ja, Elektro ist... Aha. Natürlich springe ich daneben. Was sonst? Hallo, wirbelst du mal da rein? Hä? Verstehe ich nicht. Hat er so ein abweisendes Feld? Gib's ihm. Okay, so sehr hat er es ihm jetzt aber nicht gegeben. Gib's ihm. Und mache ich noch irgendwas? Habe ich irgendwas, was auf Ferndings geht? Fingstrahl müsste eigentlich funktionieren. Jawohl. Keine große Sache. Schön, schön. Ein Blick nach links und rechts. Okay, sehe nix. Oh, komm, rauf da. Wenn es hier zu bröckeln beginnt, na dann gute Nacht. Ja. Okay. Hab ich doch schon vermutet. Und hoch. Okay. Aha. Gibt's mehrere Leitern. Zu mehreren Orten. Ich nehme mal die niedrigste zuerst. Geht's hier auf? Nein. Steht hier was? Nein. Da. Dankeschön. Ihr braucht mir nicht jede Leiter zu folgen. Das ist nicht notwendig. So, und dann können wir auch schon die hoch. Aha. Das sieht stabil aus. Ah.